So, da wären wir wieder. Und ungewohnterweise auf dem Hauptmenü, denn als ich das Spiel gestartet habe, kam so eine Anzeige mit so einem kleinen Männchen, wo plus 12 stand, und rechts mit einem großen Männchen, wo plus 16 stand. Das sollte wohl eigentlich 12 plus und 16 plus heißen. Steht jetzt hier unten auch. Also vielleicht gibt es jetzt irgendwie eine Version für Kinder und eine Version für Erwachsene. Aber ja, ein wenig verwirrend. Mal gucken, ob noch irgendwas verändert wurde. Wir sind aber bei Gerugon. Wir sind bei glatt 50%. Okay. Ewige Jugend. Ei. Was hat man noch so? Aufgaben. Das große Feuer. Sprung des Glaubens. Was mit dem Buch? Ja, das Buch haben wir nicht mehr. Wir haben nur noch ein leeres Buch. Das zählt nicht als Buch der Weisheit. 8 Blutegel auf Ork. Da müssen wir wahrscheinlich echt in die Kanalisation. Und Munkspass Schlüssel war hinter dem Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Haben wir so einen Frostbolt schon mal ausprobiert? Aber die haben alle keine Ladung mehr, ne? Oh, Stab der Verwandlung. Also dieser Feuerklumpen zählt ja anscheinend als Gegner, weil wir ihm Schaden zufügen können. Also können wir ihn vielleicht in ein Hühnchen verwandeln? Das wäre richtig geil. Komm, wo ist der Typ? Karte? Warum kann ich keine Karte aufmachen? F4. Nein. Moment mal. Inventar. Einstellungen. Ich kann keine Karte mehr benutzen. Haben die jetzt eine Karte reingepatcht, die man kaufen muss? Oder wie sieht das aus? Ja, ich glaube, das war hier oben. Richtig? Ja, da war der Star Wars Typ. Nee. Nee. Oh, da oben rechts ist noch was Neues. Das wird es wohl sein. So. Genau, ganz viele synchrontanzende Orks. Zack, 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 zack. Komm, wir sind männlich. Stirb. Ding. Au. Nicht meinen kleinen Frosty umbringen. So, eine Tür, die wir nicht auch bekommen, weil wir erstmal von oben irgendwo runterfallen müssen. Ganz viele Orks. Wenn wir alle töten, kriegen wir unten die Leiter freigeschaltet. Aber das brauchen wir alles gar nicht. So. Genau, da ist er doch. Ich habe ganz vergessen, wie aggro der Kleine ist. So, du gehst mal kurz weg. Wir hätten jetzt gerne F2. 9. Wenn wir jetzt schießen, schießen wir dann auf Yoda oder auf das Feuerding? Fühlt sich keiner angesprochen. Schade. Das fände ich echt... Das ist auch neu. Oder? Pfeileanzeige? Okay, nicht irritieren lassen. Wir wollen einen riesigen Haufen Feuer in ein Hühnchen verwandeln. Und das geht nicht. Unterwäsche. Leeres Buch. Können wir damit noch was machen? Nee. Trank der großen Regeneration. Die wird nicht groß genug sein, um instant Tod auszugleichen. Teleportiert euch direkt zur Hanabank. Fahren. Was bei den Ringen vielleicht? Das sind Teleporter-Dinger. Halt mittlere Wunden. Geschwindigkeitstrank lässt uns nicht höher springen, was echt ärgerlich ist. Teleportation zu Zoran, Nahkampfschutz, Teleportation zur Küche, Ausleuchtung, entzündet alle Fackeln im Raum. Bogenmeisterschaft, Hitzeaura, erzeugt eine Hitzeaura um den Anwender, die in der Nähe Schäden zufügt. Vielleicht ist das auch gleichzeitig ein Hitzeschutz. Probieren wir einfach mal. Geronimo! Jo. So viel dazu. So, Shift 2.
Hallo, Zoran. Hast du irgendwas Diverses? Phasentür. Aha. Teleportiert dich so weit, wie du selbst gehen könntest, ohne zu fallen oder springen zu müssen. Das ist jetzt, ne? Schwer zu sagen. Also wir könnten dahin gehen, wenn wir unsterblich wären. Haben wir davon nicht schon eine? Ich hätte schwören können, wir hätten davon welche gekauft. Naja, anscheinend nicht. Ist das irgendwo ein Charakter untergegangen hier? Nö, aber wir können mir schon was verkaufen. Also, goldene Sachen verkaufe ich ungern. So, du kannst aber weg. Unterwäsche kann weg. Streitkolben kann auch weg. Fledermausflügel nicht. 130 Schaden, 163 Schaden kann auch weg. Axt kann weg. Du kannst weg. Du kannst weg. Verkrüppelter Bogen kann weg. So. Schon mal ein bisschen besser, wenn auch nicht wirklich viel. So, jetzt kaufen. Diverses. Einmal ein Funken des Lebens. Das eine sollten wir gleich drei oder vier davon kaufen, aber ne. Und einmal Phasentüren oder zweimal. Sonst. Ja, definitiv zweimal. Wir sind ja noch zurück. So. Shift 1. Und jetzt wieder da hinten. Aber ja, Phasensprung oder Phasentür könnte echt das Ding sein. Sonst fällt mir auch nicht mehr allzu viel ein. Also ja, wir könnten noch weitere Händler abklappern in der Hoffnung, dass wir irgendwo. Warum hast du das gemacht? Doofischer Knubbel. So. Geh weg, du Aggro-Ding. Also, davor stellen. Wir hätten gerne. Wo ist die Schriftrolle hin? Oh, da. Wir hätten wohl doch schon ein paar mehr davon. Benutzen. Yay, es klappt. Okay. Ting, Munz, Pax, Schlüssel. Und wir brauchen jetzt noch eine Schriftrolle, um da wieder wegzukommen. Schade. Hier hätten sie ruhig auch noch irgendein anderes Secret hinpacken können. Da oben? Was ist da oben? Können wir nicht hochgucken. Na gut. Ich will mich jetzt nicht zurück teleportieren, also benutze ich jetzt noch eine Schriftrolle. Also mit Shift 1 teleportieren, meine ich. Piu. So. Bitteschön. Munskpa hat endlich Schlüssel. Blasser Fremder ist gut für Munskpa. Nun, Munskpa hat Schlüssel. Munskpa gibt Waffe. Bunga, Bunga. Ja, hier hast du. ein Slicering? Was zur Hölle ist ein Slicering? Stangenwaffe, einzigartig. 172 Schaden. Nur können wir leider nicht mit Stangenwaffen umgehen. Aber es ist noch eine goldene Waffe für unsere Sammlung. Oh, warte mal, dafür könnten wir die Bank benutzen. Also noch haben wir ja ein bisschen Platz. Aber später sollten wir wahrscheinlich echt die Sachen hier aussortieren. Also die Schlüssel für die Gebiete, die wir nicht mehr brauchen, und die goldenen Waffen. Aber gut, das war ein lustiges Extra. Aber ich würde eigentlich ganz gerne weiterkommen. Kamen wir hier nicht. Zack, zack, zack. Du kommst mit. Karte geht noch nicht auf. Du bist. Wo bist du hin? Genau, komm, du bist da oben. Spring runter. Das ist bestimmt ganz sicher. Du kriegst auch keinen Fallschaden. Hat Cera gesagt. Bin ich mir ganz sicher. Oh, er kommt wirklich runter. Trottel. Da ist der Junge, der Fallen aufgestellt hat. Hier war der Endgegner, der keinen Schlüssel gedroppt hat. Was ohne Karte ist echt irritierend. Also ich werde jetzt diese Folge noch ganz normal aufnehmen und dann zwischen dieser und nächster mal in den Optionen gucken, ob sich da irgendwas geändert hat. So. Oh.
Na, wie kommst du jetzt zu mir? Hier lang, ne? Dann. Hast du denn in die Hose gehen können? So. Nicht umdrehen. Einfach sterben. Nicht gut. Bringst du den Kumpel auch gleich mit? Ja. Und zack, 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 zack. Ich hab's blinken hören. So, so. Aber ja, hier in der Richtung müsste es eigentlich weitergehen, aber... Genau, hier waren die ersten Fledermäuse. Aber wir hatten hier nichts gefunden. Deswegen sind wir davon ausgegangen, dass man wirklich irgendwas bei den anderen Räumen machen muss. Also bei dem Feuerhaufen und dem anderen Dingens. Aber Feuerhaufen war jetzt ja auch nichts. Fledermausflügel. So. Vielleicht müssen wir hier alle Fledermäuse umbringen. Dann kommt irgendwas Neues. Das hatten wir, glaube ich, aber auch schon mal gemacht. Aber Schaden kann es nicht. Gibt also Fledermausflügel für Heiltränke. Ein paar Herzen, um unsere Lebenspunkte wieder aufzufüllen. Und wie immer Erfahrungspunkte. Alles kaputt. So. Die Frage ist nur, ob ich die auch, wenn sie ganz oben an der Decke hängen, irgendwie anlocken kann. Ich weiß ja nicht, wie weit oben die Decke ist. Wow. Das ist eine ganz schön lange Zunge, Fröschli. Oh, da ist noch einer. 16 Fledermausflügel haben wir schon. Das klappt hier gleich wesentlich besser. Aber wir brauchten auch 3 oder 4 für einen besseren Heiltrank. Und selbst der heilt uns nicht so wirklich toll. Ah, mal gucken. Also, er müsste genug Energie haben für einmal Zunge rausschnellen. Aber hier ist nichts mehr. Und es wurde bisher nichts freigeschaltet. Kann man hier irgendwas mit den Lampen machen? Nö. Schade. Okay. Also ist hier wirklich nichts. Hier sind die ganzen garstigen Viecher gewesen. Zing, zing. So, stirb an Gift. Kriegen wir dich? Dich wollten wir gar nicht treffen. Aber okay. So, krabbel hoch, krabbel hoch, krabbel hoch. Piu. So, oh oh. Nicht ins Gift laufen, nicht ins Gift laufen. So, Fröschli ist noch nicht vergiftet, sehr gut. Ah, bleib da. Fast keinen Schaden in dem Bogen. So. I. Gegengift. Benutzen. So. Zauber sind da. Heilen. Boah, es dauert ewig. Man braucht richtig viele Essenzen. So. F1. Du. Tot. Und da ist ja noch eine Tür. Waren wir da schon drin? Was willst du jetzt? Komm mal zurück, sobald du fertig bist. Ja, nur was war die Aufgabe? Oh, stimmt, das Ei. Hehehe. Das habe ich doch irgendwie verdrängt. Und genau du bist kein richtiger Pilz. Du auch nicht. Der Rest war, glaube ich... Oh. Der Rest war okay.